Die alljährliche Fischgrillparty des ÖAB in Gaspolzhofen wurde zum ersten Mal auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Gaspolzhofen abgehalten. Auch dieses Mal waren wieder viele Gaspolzhofnerinnen und Gaspolzhofner zu diesem Ereignis gekommen. Für diejenigen, die keinen Fisch genießen wollten, gab es auch die Möglichkeit, andere Leckereien zu sich zu nehmen. Man traf sich aber nicht nur zum Essen, sondern um mit Freunden und Bekannten einen netten Abend zu verbringen. Ihr habt die Fischgrillparty heuer zum ersten Mal im Feuerwehrhaus. Aus welchem Grund? Ja, das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist die Firma Baumgartner, wo wir jetzt jahrelang waren und mit großem Erfolg. Die haben durch die Arbeitsaufträge eben nicht mehr den Platz zur Verfügung stellen können, den wir brauchen für die Fischgrillparty. Jetzt haben wir natürlich Ausweichquartier gesucht und hat sich das Feuerwehrdepot ergeben. Und der zweite Grund ist, dass wir diesmal den Erlös der Feuerwehr zur Verfügung stellen und vor allem möchten wir was da für die Jugendarbeit, Feuerwehr-Jugendarbeit. Was darf man sich darunter vorstellen? Wisst ihr, wie das dann verwendet wird für die Jugend? Ja, wir haben mit dem Feuerwehrkommandanten natürlich Gespräche geführt und er hat einmal einen Wunsch geäußert und das wäre, sie fahren natürlich auf Jugendlager. Ich bin kein Feuerwehrer, nicht, ich kenne mich da zu wenig aus. Aber wenn sie mit den jungen Leuten unterwegs sind, haben sie oft viel Gepäck und das bringen sie ins Auto gar nicht unter. Sie möchten einen eigenen Anhänger. Und das war natürlich auch mein Traum, wenn wir einen den kaufen können, den wir denen zur Verfügung stellen. Ja, sehen wir es. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Reinerlös das wir haben und den werden wir hergeben. Wie viel Fisch habt ihr für heute vorbereitet? Oh, also ich kann es nicht genau sagen, aber es dürften 400 bis 450 Fische sein. Und dann gibt es natürlich Käsekreiner und angefangen von Pommes frites bis Chicken frites bis Veggies, ja, was man so an Kleinigkeiten nur braucht. Die JVB hatte, wie auch in den letzten Jahren, wieder ihr Zelt für die Haifischbar aufgebaut. Nicht nur die Jugend traf sich dort bei guter Musik und kühlen Getränken, sondern auch die Besucher der Fischgrillparty besuchten die Haifischbar. Wie man es von Gaspolzhofener Veranstaltungen gewohnt ist, war auch diese Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. JVB hat immer die Haifischbar, wenn es Fischgrillparty ist. Ihr habt das heuer auch verlängern müssen aus Platzgründen. Ist das Zelt von der Größe gleich geblieben oder hat sich da was verändert? Das Zelt ist heuer um eine kleine Spur ist größer geworden, also um 20 Quadratmeter sind wir wieder gewachsen heuer. Wie viele Besucher habt ihr vergangenes Jahr ungefähr gehabt? Das lässt sich schwer einschätzen, weil wir ja keinen Eintritt verlangen von den Leuten. Wir schauen, dass wir unsere Fixkosten durch die ansässigen Betriebe decken, die uns zahlreich mit Transparent-Werbung unterstützen. Wie ist denn das? Kommen sehr viele Junge oder kommen auch die Älteren dann von der Fischgrillparty zu euch? Ja, hoffentlich. Auf das ältere Publikum zählen wir natürlich auch sehr. Was habt ihr denn hier so im Angebot? Wir haben so die gängigen Partygetränke von Sekt bis Bier, Spritzer, moderne Sachen wie Flügel, Jägermeister, also ein Potpourri von allem, was so das Herz erfreut. Bei Fertigstellung dieses Berichtes stand leider noch nicht fest, ob der ÖAAB mithilfe der JVB ihr hochgestecktes Ziel erreicht hat.